Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Shadow of the Tomb Raider. Ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich mega freuen. Wir springen hier direkt schnell hin, weil dann sind die Frameverluste weg. Da unten sind nämlich keine mehr. Ich habe es jetzt leider nicht gelöst bekommen. Man muss die Grafik sehr weit runterstellen, damit es gelöst ist. Und das sehe ich nicht ein. Dafür, dass es jetzt hier unten wieder weg ist mit den Frameverlusten. Seht ihr? Alles wieder gut hier unten. Hier hat ein Blutbad stattgefunden. Was ist passiert? Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. An Dr. Dominguez. Möglichen Zugangspunkt zum Tempel außerhalb von Kuvakyaku entdeckt. Ausgrabungsequipment ist unterwegs. So, aber war echt schon ein bisschen komisch. Umso öfter sowas passieren wird in Zukunft, ich hoffe, das passiert nicht so oft, umso mehr werde ich bereuen, dass ich nicht auf die 4090 gewartet habe, bevor ich angefangen habe aufzunehmen. Das Spiel hier. Also drückt die Daumen, dass es jetzt nicht mehr zu Frameverlusten kommt. Damit ich es nicht so bereuen muss, nicht 2000 Euro schon ausgegeben zu haben. Oh, ist das jetzt schon das hier? Oh nein, 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 nein. Ganz bestimmt sind wir noch nicht hier. Ich habe ein bisschen Angst. Vom Tod zum Leben, vom Neumond bis zum Vollmond, ja, dient dieser Tempel als Wächter der Schatulle. Ich glaube, das ist das, was ich denke, was es ist. Wenn ich das hier so sehe. Jonah, ich bin jetzt im Tempel. Ich glaube, wir haben hier auch was. Einige Zahlen. Ich überprüfe das. Ich habe vorhin gesagt, ich mag keine Horrorspiele. Jetzt wird das Spiel so ein bisschen Horror. Ich glaube, das ist die Stelle. Ich brauche passende Symbole. Die Zahlen auf den Säulen scheinen Anfänge von Daten zu sein. X-Chell ist links, Chuck-Chell ist rechts. Okay, haben wir das irgendwie in Relikten oder so, die Einstellung? Oder steht hier nochmal irgendwo auf dem Ding drauf, was man einstellen muss? Müssen wir jetzt echt in die Relikte gehen? Ach ne, man sieht da links irgendwie Bilder, kann das sein? Ah, okay. Das zweite Bild hier. Hier muss jetzt ein auf das eine Ding. Der Boden stürzt ja ganz bestimmt nicht ein. Ach, ich bin da unten, sind Schlangen. Ich dachte, da müssen wir hin. Das ist falsch gelesen. Da habe ich das Spiel falsch gelesen. Die Zahlen auf den Säulen scheinen ja, Anfänge mach von hier die 1. X-Chell ist links, Chuck-Chell ist rechts. Da müssen wir da rüber. Oder warte, über die Dinger. Ja, das macht auch Sinn. Hier muss das, genau, zu diesem Ding. Ja. Ah, das Rätsel geht weiter, okay. I see. Zweilageriges Rätsel. Ich kann nur empfehlen, zweilageriges Klopapier ist nicht so gut. Finde ich. Also drei Lagen müssen es schon sein. Ganz ruhig jetzt. Ah, und jetzt ist hier das Ding so, ja? Dann sagt ihr mir möglich falsch. Das war so klar. Zu knapp. Okay. Also. Ich kann nur das unterste drehen, das heißt, das muss auf die 3. Und das hier muss auf. Nee, das kann. Auf den Strich?
gibt keinen einfachen Strich. Das heißt, es muss dann vermutlich auf diese Scheibe wieder. Aber waren da nicht die Bilder? Das ist nicht quasi hier oben mit diesem Kopf und das sagt mir, welches das sein muss? Ach so, nee, warte mal. Das ist die Kombination der beiden Dinger. Das heißt, für das hier rechts brauche ich dann... Doch, das ist richtig. Das hier ist die Einstellung für das rechte Tor. Aber das linke Ding kann ich gar nicht machen. Vielleicht jetzt kann ich das linke Ding machen, weil jetzt nochmal ein Ding hochfällt oder so. Ja. Ich glaube jetzt... Ah. Eine Tür? Das kann nicht alles sein. Jetzt geht's. Und jetzt brauchen wir den Strich unten. Da ist er. Hey Jonah, geht's voran? Noch eins. Eine Darstellung von Chad-Chell. Ich habe hier zwei Daten und X-Chell. Das linke Datum kenne ich irgendwoher. Das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis. Ja, ich wollte gerade sagen. In der Zählung der Maya besteht jedes Datum aus 5 Zahlen. Diese Zahl wurde beschädigt und sieht wie eine 13 aus, ist aber in Wahrheit eine 8. Das macht einen Unterschied von 2000 Jahren und vollkommen andere Positionen der Sternbilder aus. Der Sternweg führt also nach Westen, zu irgendeinem Ort in Peru. Die letzte Zahl auf der linken Säule ist eine 0. Okay, Moment. Die letzte Zahl auf der linken Säule müsste eine 0 sein. Ja, aber was ist auf der anderen Säule? Das ist eine 0 oder was? Okay, Jonah. Was ist die letzte Zahl für Chad-Chell? Waagerechte Linie mit 2 Punkten darüber. 7, oder? Danke. Drück mir die Daumen, dass das die 0 ist. Drück ganz fest die Daumen! Das war die 0. Das war's. Jonah. Hey Lara, hier Abby. Oh, hey Abby. Hier ist eine Wandmalerei. Es stellt offenbar etwas wie eine Reise dar. Dem Zugang durch ein Jaguarmaul folgt eine Schlange in Richtung des Silberauges. Aha. Unterwegs ist eine Spinne und ein Adler steigt zu einem Tempel auf. Okay, das meiste davon sagt mir nichts, aber ich weiß, wo das Jaguarmaul ist. Wirklich? Ja, Katzenskulptur, große Zähne. Oh, er ist zurück. Lara, bist du okay? Ja, ich gehe zurück. Gut, das hier wird dir gefallen. Balams ist das Maya-Wort für Jaguare, die die Maya wegen ihrer majestätischen Schönheit und gefährlichen Anmut verehrten. In den Dörfern der Maya gab es 4 Akantuns, Götzen, die in jeweils einer Ecke des Dorfes aufgestellt wurden. Nachts kamen 5 Geisterjaguare in das Dorf, wobei 4 von ihnen an den Akantuns Wache hielten. Der 5. und kleinste Balam wiederum koordinierte ihre Bemühungen, das Dorf vor bösen Dämonen und Geistern zu beschützen. Selbstmord galt bei den Maya nicht als Frevel, sondern als ehrenhafter Weg, aus dem Leben zu scheiden. Indem jemand Selbstmord beging, konnte er somit die Unterwelt umgehen und direkt ins Paradies kommen. Genau wie andere, die einen ehrenvollen Tod gefunden hatten. Geopferte, so wie in der Schlacht, bei der Geburt eines Kindes oder beim Ballspiel Verstorbene. Begleitet wurde der Selbstmörder auf seinem Weg ins Paradies von dieser Göttin, Ixtab, die auch Seilfrau genannt wurde.
Sie war die Göttin des Selbstmords, insbesondere durch Erhängen, und manifestierte sich als verwesender Leichnam mit einer Schlinge um den Kopf. Das beschreibt etwas in der Nähe. Zwei Wächter haben Fänge, zwei Wächter haben Füße. Ein Wächter hat beides, um mich besser zu beschützen. Komm zu Lara. Das war jetzt wirklich einfach. Das war wirklich sehr einfach. Und ja, Lara kann abseilen, das ist richtig, Pappnase. Ich weiß, das kannst du auch. Und du hast jetzt ein anderes Abseilen. Krallen des Adlers, und ich habe gerade ausgelassene Frames. Nutzen Sie einen Seilpfeil von Ästen aus, um Feinde zu töten und aufzuknüpfen. Diese grobe Skizze zeigt einen Tempel, der sich inmitten einer Stadt erhebt. Wenn ich die Augen zukneife, sieht er wie eine Schlange aus. Heute ist echt alles technisch echt auf einem ganz neuen Niveau hier bei mir. Ich kenne aber auch nichts für. Normalerweise weiß die Familie, dass ich streame und uploadet dann nichts. Quasi. Und nimmt die Bandbreite weg. Aber heute ist irgendwie scheinbar ein anderer Tag. Heute ist anders wild. Das können wir nochmal den Schwalbensprung versuchen. Ob ich das jetzt schaffe, ich weiß es nicht. Nee, Y war es nicht. Oh nee, das war der Ohr. Oh nein. Oh nein. Ja, Piranhas. Das Beste an der Gegend hier ist, hier gibt es noch Sachen zu entdecken. Ich glaube, hier gibt es sogar Relikte und sowas. Richtig toll. Kann die nicht mehr wegkriegen, okay? Das ist natürlich sehr toll. Einmal gepoppt, nie mehr gestoppt oder so. Ich habe hier unten sowieso schon super viel verpasst. Ja, das war's schon wieder. Kriegt ihr nicht weg? Was soll ich da machen? Ich verstehe nicht, warum man nicht sofort tot ist. Warum kann man denn noch weiter schwimmen? Das verstehe ich irgendwie gerade nicht. Warum? Wozu? Wenn man doch sowieso tot ist. Es gibt ja gar keinen Weg drumherum.
Eieieiei. Wir haben jetzt so viel hier verpasst. Leider. Das war bei meinem ersten Playthrough aber auch so, dass ich hier super viel verpasst habe. Man sieht die Sachen sogar. Also ein Dokument haben wir hier verpasst, da haben wir ein Dokument verpasst, da haben wir ein Dokument verpasst. Das ist alles unter Wasser hier. Haben wir alles verpasst. Leider. Müssen wir alles einfach nachholen. Hey! Oh Gott! Lass das doch! Tut mir leid. Hat sonst jemand geschafft? Keine Ahnung. Das sind die Aufzeichnungen eines Forschers, der gegen Mitte des 20. Jahrhunderts nach einer vergessenen Stadt gesucht hatte. Er stieß unweit des Basislagers auf einen kleinen Handelsposten, der von einer Frau namens Kuama geleitet wurde, und fragte sie nach alten Geschichten, die ihm helfen könnten, die Stadt zu finden. Als er das hier schrieb, war er dem Tode nahe und davon überzeugt, dass Kuama seine Expedition absichtlich in die Irre geführt hatte. Basislager? Ihr Omikron-Team, wir wurden angegriffen. Basislager, komm! Irgendwas? Ruhe, ich muss was hören. Wie er dabei nicht schreit. Ich kann noch... Oh Gott. Wovor haben die so viel Angst? Ich weiß, wovor die so viel Angst haben. Vor dem, wovor ich auch Angst habe. Da ist noch ein Dokument, das kann ich glaube ich holen. Alles noch vor mir. Scheiße, ich habe mein Funkgerät verloren. Davor haben die Angst. Was war das? Verstärkung ist unterwegs. Sie sollen sich beeilen, verdammt! An Dr. Dominguez. Wir haben unser Lager nahe der aufgegebenen Ölraffinerie außerhalb des Dorfes aufgeschlagen, suchen die Gegend weiter ab, haben Kontakt mit den Dorfbewohnern aufgenommen. Keiner von ihnen hat Informationen über den einsamen Wolf. Eine kleine Gruppe hat sich aus dem Hauptlager abgesetzt und Vorräte für 2 Wochen gestohlen. Empfehle die Beseitigung dieser ehemaligen Mitarbeiter nach Abschluss der Operation. Noch keine Spur von Croft. Es gibt Berichte über einen Flugzeugabsturz 10 Kilometer vom Dorf entfernt. Vielleicht haben wir ja Glück. Anmerkung: Ein Dorfbewohner meinte, eine gewisse Abby Ortiz sollte möglichst nichts von unseren Aktivitäten mitbekommen. Haben ihren Namen ans Hauptquartier geschickt. Dossier trifft in Kürze ein. Wir prüfen derzeit verschiedene Vorgehensweisen und Notfallpläne. Oh. Es wird schrecklich, meine Freunde. Ich warne euch! Bleibt bloß weg von mir, verdammt! Ganz ruhig, alles gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur... Klauen. Zähne. Sehr hilfreich. Hey, etwas mehr Rücksicht, ja? Der Angriff. Die Schreie. Knochen. Es ist vorbei, du bist sicher. Wir gehören nicht hierher. Alles okay jetzt? Wir müssen einfach nur warten, bis die Verstärkung eintrifft. Wie hat mich der jetzt gesehen?
Der war nicht rot, der Typ, als ich ihn angegriffen habe. Hast du eine Ahnung, wer das ist? Ich wechsle die Position. Haltet sie auf! Ich hab mich gerade heilen wollen, aber ich drücke halt immer die falsche Taste. Das wird jetzt immer schön, wenn ich immer die falsche Taste drücke. Beta-Team, Verstärkung ist unterwegs. Zurück! Ich warne euch! Bleibt bloß weg von mir, verdammt! Ganz ruhig, alles gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur blauen Zähne. Der Angriff. Die Schreie. Knochen. Es ist vorbei. Du bist sicher. Sie sind überall. Alles okay jetzt? Der hat einen Helm. Die Dinger jagen uns. Es muss eine rationale Erklärung für das alles geben. Scheiße! Ich muss überall nachsehen. Dschungelkreaturen. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Okay. Das kann nicht wahr sein. Sie sind unterwegs. Es ist fast vorbei. Meine Güte. Attackiere den Eindringling. Keine Pfeile mehr. Das Ziel mit dem Controller hier. Ankunft in Kürze. Wir sind hier. Noch 60 Sekunden und wir sind drin. Hangar in Sicht. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Linke Seite! Oha. Was sind das für Kreaturen? Ich glaube, wir sind am Pfad der Toten, ey. Oder war das hier vielleicht doch oben, das Dokument? Aber es war auf jeden Fall hier irgendwas, da war eine Kiste unten. Das war das Wasser, okay. Das kann es ja trotzdem sein, dass hier noch was ist. Oder was war? In dem Wasser. Weil ich meine mich zu erinnern, dass noch ein oder zwei Sachen lagen. Die Truhe können wir eh noch nicht öffnen. Gott, überall Leichen. Die Kreaturen haben sie getötet. Aber warum? Jonah, Abby. Hey, Lara? Ich hab was gesehen. Trinity wird gejagt von irgendeiner Kreatur. Was? Sie hat Zischlaute gemacht und war sehr schnell. Lara, das klingt wie die Legende von den Pishtakos. Soll das ein Witz sein? Nein, ich weiß, was ich gesehen hab. Bist du in Sicherheit? Ja, ich bin auf dem Rückweg. Bericht über die Suchteams und deren Funde. Bereich Zentral- und Südamerika. An Dr. Dominguez. Mexiko. Cozumel. Tempel der Chakchel entdeckt. Städte stillgelegt und gesäubert. Brasilien. Region Itixi-Mitari. Eine Sackgasse. Städte stillgelegt und gesäubert. Verlegung des Teams nach Trinterira-Wakaja. Region Munduruku. Suche bislang ergebnislos. Probleme mit der Regierung. Empfehle Schließung der Städte.
Erwarte weitere Anweisungen. Region Trinterira Vacaja. Fortschritte mit einheimischen Stämmen erzielt. Untersuchung wird fortgesetzt. Peru. Cuvac-Yaku. Tempel entdeckt. Nachforschungen laufen. Dieser Horror hier ist echt zu viel für mein armes Herz. Wir müssen hier aber doch nicht kämpfen, das ist schön. Das kommt erst später. Aber hier haben wir auch ein Dokument vergessen. In der schlimmen Zone, wo es so geruckelt hat. Na, warte mal. Ich meine aber... Aber scheinbar haben wir Glück gehabt. Ja, wir sind wieder raus. Aber irgendwann kommt das. Irgendwann kommen die. Und das wird echt nicht schön. So viel kann ich schon mal spoilern. Jonah? Wir sind unten. Vom Leben bis zum Tod, vom Vollmond bis zum Neumond dient dieser Tempel als Wächter der Schatulle. Das haben wir doch schon mal gehört. Genau den gleichen Text haben wir unten schon mal gelesen. Warum kann ich ja auch nach oben gehen? Warum geht sie hier nur so langsam? Ah, nach oben, da sind wir. Zuerst hergegangen, stimmt, ich erinnere mich. Wir sind nach oben gegangen. Aber warum konnte das Ding unten wieder untersuchen? Haben wir das nicht schon mal untersucht? Ganz weird. Deswegen geht's jetzt hier so langsam, damit man denkt, hier geht's nicht lang, oder was? Hey. Habt ihr schon reingesehen? Wir haben auf dich gewartet. Was wir da wohl finden? Auf dem Bild waren Prüfungen abgebildet. Ich kenne einen anderen Weg. Okay, ich gehe vor. Wir treffen uns dann dort. Ich glaube, das kommt doch jetzt noch. Oh nein, Leute, ich habe keine Lust. Ich will das nicht. Nein. Nein. Ich versuche nur die Taste rauszufinden, wie man den Schwalbensprung machen kann, aber ich finde sie nicht. Eine Hand. Thank you.
brauchen Sauerstoff. Ich hoffe, dass hier unten nichts war. Nichts Wichtiges. Oh nein. Ich bin desorientiert. So, meine lieben Freunde, aber das war's für diesen Part. Wir sehen uns im Horror-Part im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif. Macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato-Pet und Lara Croft, die gar keinen Bock mehr hat, verabschieden sich. Bis dann. Tschüss!